Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich euch meine neue Waschmaschine vorstellen, weil die ist richtig genial. Also da habe ich echt für ein richtig Schnäppchen gemacht. Ich habe mir die eine vom Beko geholt. Wie heißt denn die jetzt genau? WMB 71643 PTE. Das PTE steht für, ich denke mal, für die PET-Funktion stehen, keine Ahnung. Ich erkläre die euch gleich. Ursache, warum ich mir eine neue Waschmaschine geholt habe, ist, meine Waschmaschine stand ja vorher im Badezimmer. Ein paar Kumpels, die meinen Kanal verfolgen, wissen das ja. Und hier stand eigentlich mein Geschirrspüler. Geschirrspüler im Arsch, Waschmaschine im Arsch. Und da habe ich mit meiner Freundin überlegt, was machen wir? Hole ich mir jetzt nochmal einen Geschirrspüler und für das Badezimmer eine kleine Waschmaschine, oder lassen wir den Geschirrspüler weg und ich hole mir für die Küche eine große Waschmaschine. Endresultat ist, da durch meine Tochter ja viele Sachen zusammenkommen, dass ich mir eine große Waschmaschine geholt habe. Die passt um fast 7 Kilo passen da rein, 1600 Umdrehungen hat sie und Energiesparstufe A dreifach plus. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr rumreden, wir werden das mal uns hier angucken. Ich habe extra mein Stativ. So, ich werde sie euch mal erstmal so komplett zeigen. Ich kann sie nicht komplett zeigen, weil die ja schon eingebaut ist, aber ja, das ist sie halt. So, ich mache mal schnell das Stativ fest. So. Nee. Falsche Richtung gedreht, um das Stativ festzumachen. So. Jetzt ist das Stativ fest. So. Und zwar, hier ist dann praktisch der Einfüllstutzen. Hier sind auch so Dinger drinne. Oh, da ist noch Wasser. So. Die sind auch schon gleich mit bei, wo man mit den drin machen kann. Wir haben hier eine schöne große Trommel, wo alle drin passt. Wir haben ein Bedienfeld und hier steht dann auch nochmal 7 Kilo, 1600 Umdrehungen die Minute und A dreifach plus. Hier auf der Seite finden wir den Aufkleber Greenline, also aus der Greenline. Wir haben hier jede Menge Programme und ich habe natürlich meine Lesebrille mal nicht bei. Moment. Jetzt hat der alte Mann sich heute die Lesebrille geholt. Ich habe die Waschmaschine gekauft für 379 Euro bei Otto mit Zahlpause 100 Tage war gratis. Mit Ratenzahlung bin ich bei und Lieferkosten bin ich bei 400, ein paar zerquetschte 450, 480, keine Ahnung. Die hat so nicht runtergepasst. Unter die Arbeitsplatte, da musste ich die Abdeckung abschrauben und hier ist schon wieder was Neues drauf. Das könnt ihr vielleicht hier sehen, diese, ihr könnt da schlecht sehen. Mal gucken, wenn ich so ranmache, dann seht ihr da eine weiße Platte. Das ist halt dieses Unterblech. Das habe ich nicht bei Otto gekauft, weil das hat Otto nicht im Angebot. Weiß ich nicht. Beko verkauft diese Teile einzeln. Und das habe ich direkt bei Beko geholt. Otto hat mir dann halt die Telefonnummer gegeben. Und die Artikelnummer, und dann habe ich das denen gesagt, ich habe euch gesagt, welche Waschmaschine ich habe, und dann habe ich das gekauft für 49 Euro noch was, plus 5 Euro Versand, weil die versichert verschicken, bin ich auch bei 55, das muss ich jetzt auch noch überweisen, da werde ich heute noch den Überweisungsträger fertig machen, ja, und das ist halt die neue Waschmaschine, jetzt wollen wir uns mal, oh, jetzt muss ich mir erstmal hinsetzen, wollen wir uns mal komplett durchgehen. Hier oben können wir Schleudern stellen. Hier können wir die Zeitvorwahl stellen. Also Plus und Minus ist das. Wann sie halt losgehen soll. Man kann halt auch eine Zeit programmieren. Hier haben wir die Tempo. Temperatur. Und hier haben wir Start, Pause und gleichzeitig Löschen-Taste. Dann haben wir hier nochmal vier einzelne Knöpfe. Das ist Vorwäsche. Steht auch hier unten runter. Schnellwäsche ist das. Die Pad Hair Removal, das ist diese. Das erkläre ich euch gleich noch. Und Bügeleicht ist dieser Knopf.
Und wenn man schnell und bügeleicht gleichzeitig drückt, entsperrt man das, weil wenn man hier drückt, also wenn man sich das eingestellt hat, dann ist das automatisch gesperrt. Dann muss man das erst entsperren. Man kann es aber auch so anlassen und sperren. Dann kann man keine Knöpfe drücken. Hier ist der Einschaltknopf und die Programme. Also die Pad Hair Removal Funktion, die ist richtig, richtig genial. Also ich habe jetzt schon, wie viele Waschmaschinen haben wir gemacht? Drei, vier am Wochenende, wo sie kamen. Fünf, sechs. Achso, dazwischen hatten wir auch noch. Also um die 10 Wäschen habe ich jetzt damit schon gemacht. Und habe immer diese Pet Hair Removal Funktion an. Die ist für Tierhaare. Also das müsst ihr euch so vorstellen. Ich habe 3 Katzen. Ihr seht ja hier, sind auch kaum Haare dran. Das macht, die Waschmaschine macht einen extra Waschgang sozusagen, um diese Tierhaare zu entfernen. Ich habe auch schon ein paar Mal das Gitter sauber gemacht, also dieses Flusensieb. Da sind kaum Haare drin. Also wo die Haare hingehen, weiß der Geier, aber die sind weg. Also ich bin schwer begeistert. Und ich habe mich extra auch für eine Energiesparende entschieden mit 7 Kilo, weil man weiß ja nicht, was kommt. Die Kleine hat Judo, die macht sich ja auch öfters mal sauber, dreckig, und deswegen brauche ich eine große Waschmaschine. Meine Klamotten noch dazu, deswegen 7 Kilo. Und energiesparend habe ich geholt, weil wenn Geld schon investieren, dann richtig, denn für die nächsten Jahre, denn energiesparend, dass es sich auch auf die Stromrechnung auszahlt, ausrechnet. So. Und dann haben wir hier oben mit dem Drehrad, kann man auch nicht verstellen, man kann es auch nicht reinmachen, aber ich habe sie so weit runtergekriegt, dass dieses Rad halt nicht stört. Wäre vielleicht auch noch ein geiles Feature gewesen, wenn man das Rad versenken könnte. Dass man reindrückt, dass es rauskommt, und wenn man richtig reindrückt, dass es dann komplett geschlossen ist. Weil die Knöpfe, die kommen auch nicht großartig weit vor. Das wäre vielleicht noch ein sinnvolles Feature. Aber naja, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Dann haben wir, ich gehe jetzt einfach mal von oben nach rechts lang und lese euch die verschiedenen Programme vor. Und dann machen wir es auch an. Wir können das auch hier nochmal separat einstellen. Das zeige ich euch auch gleich noch. Wir haben hier oben Buntwäsche, also Koch-Buntwäsche, Buntwäsche Eco, das ist auch grün geschrieben, Baby Protect, Express, Super Express 14, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Ich mache eigentlich immer 40, also 40 Grad oder für Kochwäsche für meine Tochter für ihren Judo-Anzug. Das ist auch Super Express, ist auch dick geschrieben. Auffrischen ist auch nochmal dick geschrieben. Buntwäsche 20 ist auch grün geschrieben. Ich denke mal, das wird auch mit Greenlight sein. Selbstreinigung haben wir hier noch, das habe ich noch nicht getestet, das werde ich demnächst testen. Schleudern plus Abpumpen haben wir hier unten. Dann haben wir aber noch einmal separat Spülen, Handwäsche, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix 40, das nehme ich eigentlich größtenteils, und Pflegeleicht. So, jetzt machen wir die mal an. Und jetzt haben wir hier das Display. Ich werde mal so machen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr vom Display seht. So. Ich hoffe, ihr könnt. Kann man das sehen? Oh, doch, das könnt ihr relativ sehen. Relativ könnt ihr das Display sehen, oder? Ich kann ja auch noch mal zusätzlich einfach mal so ein paar so auf die Höhe. Ja, die Höhe. Einfach mal so ein bisschen höher machen, das Stativ. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen mehr sehen. So. Macht sich hier mit einer Hand echt gerade echt beschissen. So, doch, so seht ihr so ein bisschen mehr. So kommt es schon ein bisschen besser. So seht ihr mehr. So. So, und dann haben wir 1, 2, 3 Felder. Das untere ist nochmal abgeteilt. Und dann hier eine Zeit und ein E. Das E, denke ich mal, steht für energiesparend. Weiß ich nicht, ich habe mir die Anleitung noch nicht durchgelesen, großartig. Ich habe nur so erstmal überflogen und die wichtigsten Programme mir angeguckt. Weil, wie gesagt, ich habe erst 10 Wäschen damit gemacht. Und
Hier haben wir dann praktisch Schleudern. Wenn wir dann hier oben drauf drücken, 1000, 800, 600, so, und 1600. Und ihr seht auch, dass die Zeit sich dann hier ändert. Warte mal, ich mache mal auf Mix 40, da seht ihr das am besten. So, jetzt bin ich bei Mix 40 Grad. Ich bin ab 1000 Umdrehungen und 1 Stunde 24. Normalerweise ändert da dann auch die Zeit. Ach hier, 1 Stunde 18, 1 Stunde 9, 1 Stunde 24. Das bleibt. Und wenn wir jetzt die Pad-Funktion drin machen, ihr drückt halten. So, nee, geht so. Letztens hat sie bei mir gehakt, da ging die nicht. Da musste ich dann echt gedrückt halten. Weiß ich nicht warum. So, dann haben wir noch Schnellwäsche, was wir drin machen können. Wir haben auch noch Vorwäsche und Bügeleicht. Wir können auch Bügeleicht und Pad drin machen. So. Und Vorwäsche und Schnellwäsche geht das nicht gleichzeitig. So. Aber mir reicht das Pad aus. Mal ausmachen. So, Pad habe ich immer an. Immer. Und dann hier kommen dann die verschiedenen Symbole rein, wie weit die Wäsche ist. Erster Waschgang, zweiter Waschgang, Schleudern und dann die Zeit wird runtergezählt. Und hier oben haben wir die Temperatur. Die ist jetzt bei Mix 40 Grad, logischerweise bei 40 Grad. Wenn ich jetzt auf Hemden gehe, 60 Grad, dunkles 40 Grad. Ich kann jetzt aber auch beim Mix 40 Grad einfach die Temperatur auch auf 30 runtersetzen. Oder ohne und auf 40. Wenn ich jetzt bei 60 Grad Programm bin, dann kann ich auch weiter runter gehen. 50, 40, 30. So. Aber mir reicht das momentan. So. Dann nehmen wir hier die Schleudern mal hoch machen hier wieder. So, und dann haben wir hier die Zeit, da können wir dann sagen, wann die losgehen soll. Also, dass die in einer Stunde angehen soll, anderthalb. Und dann können wir dann halt hier oder ist jetzt die Uhrzeit? Kann auch sein, die Uhrzeit. Nee, Uhrzeit kann es nicht sein, weil die hat ja keine Uhrzeit einprogrammiert. Ja, 24 Stunden kann man nicht machen. So, dann wie gesagt Start und kann ich jetzt nicht drücken, weil sonst passiert was. So, dann haben wir noch diesen, da steht dann 1600, 3 Stunden noch was. Wenn wir jetzt bei Kochwäsche, Buntwäsche sind, da braucht also ja nur fast 2 Stunden. Und Buntwäsche Eco braucht er komischerweise 3 Stunden. Ist aber eigentlich energiesparend. Warum da mehr Zeit drauf geht, ich weiß es nicht. Jo, dann haben wir, kann ich euch mal zeigen, so die verschiedenen. Ja, zum Beispiel hier brauchen wir jetzt nur bei Express 39 Minuten. Super Express 14 Minuten. Und dann ist die Wäsche fertig. Das habe ich auch noch nicht getestet. Ich mache eigentlich immer, wie gesagt, das. Dunkles habe ich auch schon benutzt und Wolle wollte ich jetzt demnächst benutzen, habe ich schon einen Stapel zusammen und Handwäsche habe ich noch nicht benutzt. Und wenn wir dann ausmachen wollen, können wir einfach auch ausmachen, kann so noch mal anmachen. Und wenn ich jetzt die Beine hier drückt halte, so. Auf. Kann ich doch noch drücken. Ihr seht ja, jetzt kann ich hier zum Beispiel nichts mehr drücken. Ich habe das Schloss nämlich angemacht. Hier passiert nichts mehr. Und wenn auch wenn ich hier Schleudern drücke, passiert hier auch nichts mehr. Und auch hier passiert nichts mehr. Und auch hier Zeit passiert nichts mehr. Dann möchte ich jetzt erst wieder entsperren. Und dann kann ich hier auch wieder die Temperatur wählen und hier auch das Schleudern wählen. Zack.
kann ich es auch wieder ausmachen. Also wie gesagt, ich bin mit der Waschmaschine echt super zufrieden. Für den schmalen Taler, was man da geboten kriegt, ist schon echt cool. Meine Mutter hat übrigens auch eine Beko, mein Bruder hat auch eine Beko. Was ich vorher aber nicht wusste, das habe ich erst erfahren, nachdem ich die Waschmaschine geholt habe, bin ich nämlich zu meiner Mutter, weil mir die meine alte Waschmaschine ja kaputt gegangen ist und da war noch Wäsche drin. Die musste ich erstmal zu meiner Mutter bringen. Ich kann die ja nicht klitschen, dass hier ein paar Tage liegen lassen, bis die neue Waschmaschine kommt. Und dann habe ich gesehen, ist ja ohne Beko. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, die hat meinen Bruder wohl für sie gekauft oder bestellt, besser gesagt, und der hat wohl auch eine Beko. Und da habe ich mich mit seiner Freundin unterhalten und die hat auch diese Pet-Hair-Removal-Funktion. Ich weiß jetzt nicht, ob die die gleiche haben oder ob der vielleicht ein anderes Modell davon hat, aber auch eine Beko. Das weiß ich hundertprozentig. Da werde ich mich mal auf jeden Fall schlau machen. Auf jeden Fall ist meine bisherige Erfahrung mit der Waschmaschine echt positiv. Also, wie gesagt, 10 Waschgänge habe ich gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Die ist leise, die ist schnell. Die hat diese Pet-Removal-Funktion, die wirklich für Tierbesitzer, also Katzen-, Hundebesitzer, wirklich ideal ist. Meine Klamotten, wenn die hier rauskommen, die haben größtenteils keine Haare mehr. Vielleicht noch ein, 2 kleine Haare. Ich bin so weit von begeistert, wenn ich meine alte Waschmaschine angucke, da habe ich die Wäsche reingedonnert, da kamen die meisten Haare ja raus als vorher. Also, weiß ich nicht. Na gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da waren immer noch etliche Haare dran und hier so gut wie kein Haar mehr dran. Leise, energiesparend, was will man denn mehr? Und hat ein Display, ist halt Spielerei für Männer. Ja, ich muss ja waschen, ist ja mein Haushalt hier. Also wie gesagt, nach den ersten 10 Wäschen ist mein erstes Urteil schon mal echt positiv. Ich werde auch nochmal ein Feedback-Video machen, wenn ich ein paar mehr Wäschen habe und wenn ich auch ein paar mehr Programme getestet habe, um zu den einzelnen Programmen auch was sagen zu können. Aber jetzt momentan wollte ich erstmal nur so mein erstes Video machen. Ich finde aber auch, muss ich auch sagen, für die Oberplatte, also für die Abdeckung, 50 Euro für so ein bisschen Metall, ist ja auch ein bisschen fetter. Ja, die ist weiß, damit das halt nicht grau aussieht oder so, aber 50 Euro plus 5 Euro Versand ist schon fetter und schade, dass es nicht bei Otto gab. Da hätte man das gleich noch mit draufschlagen können, hätte ich eh mal alles in Raten abbezahlt, fertig ist. Geht natürlich nicht auch, jetzt muss ich niesen. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh. Aber naja, man kann nicht alles haben. Jedenfalls, mein Endresultat für jetzt erstmal, ich bin megamäßig zufrieden, war in Glückskurve, ein positiver Kauf, kann ich mich nicht beschweren. Einzige, was halt jetzt ein bisschen doof ist, dass ich keinen Geschirrspüler mehr habe, jetzt muss ich selber per Hand waschen und die Arbeitsplatte ist mir ein bisschen zu tief. Ist jetzt so Standard halt. Was ist die? Auf 83 oder 84 ist die. Also Zentimeter von der Höhe her. Seht ihr, die Schränke passen ja alle drin, das ist ja alles Standard. Aber also für mich könnte es ein bisschen höher sein, weil wenn ich mich da mal runterbeuge, dann irgendwann kriege ich es im Rücken. Ey. Wenn ich hier immer Abwasch mache vom Tag, von mir und meiner Kleinen, ey, leckt mich, dann kommt eine Brotdose dazu, die Trinkflasche und auch hör mir auf. So, aber nichtsdestotrotz, das war jetzt auch erstmal. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr noch Fragen zu der Waschmaschine habt, einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, so best es mir möglich ist, die zu beantworten. Weil wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, die einzelnen Programme zu testen. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.